Achtung, in diesem Video geht es um ein krass rassistisches Konzept. Man nannte es Völkerschaum. Menschen ausgestellt im Zoo. Zum Anfassen. Big kind of slaves. It was hard, yes. Wir werden das nie vergessen können. Die Nachfahren fordern heute Aufklärung. Guten Tag, Herr Dr. Hagenbeck. Was sagen die Verantwortlichen? Hammerwetter heute für einen Zoobesuch, aber jetzt geht's zu Hagenbecks Tierpark und die sind direkt nebenan. Normalerweise haben wir eine weite Anfahrt, aber diesmal sind es nur 300 Meter. Der berühmte Hamburger Zoo liegt direkt um die Ecke unseres Büros. Heute sollen hier Tierbabys Publikum anziehen. Bis vor 90 Jahren wurden hier Menschen als Sensation ausgestellt. Doch an diesen Teil der Geschichte erinnert hier nichts. Bis hierhin dürfen wir rangehen, nicht weiter. Hier ist öffentlicher Grund, da ist Privatgelände. Denn da drüben ist der Tierpark Hagenbeck und dem scheinen unsere Recherche nicht zu passen. Deswegen haben wir hier Drehverbot. Zu diesem Thema zumindest. Dabei hat der Tierpark unter Druck von Black Lives Matter-Protesten vor 2 Jahren versprochen, seine Menschenzoo-Vergangenheit aufzuarbeiten. Hier Bilder der Proteste. Bis heute ist aber sichtbar nichts passiert. Dann fangen wir halt damit an. An der Ampel rechts abbiegen auf Altmoorwiesen. Und besuchen hier in Berlin eine Frau, die auf der Suche nach ihrer Identität auf eine krasse Geschichte gestoßen ist. Wir sind unterwegs zu Ganesha. Ihr Opa wurde bei Hagenbeck bei den Menschenschauen ausgestellt. Und ich bin mal gespannt, was sie darüber noch weiß. Über ihren Opa wusste sie lange nur, dass er in den 1910er Jahren von Sri Lanka nach Deutschland kam und irgendwann im Zirkus aufgetreten ist. Hi, ihr seid ja schon da. Ja. Schon ist gut. Ganesha ist in Deutschland geboren, hier aufgewachsen. Das da oben ist dein Opa, ne? Ja, das ist mein Opa. Ach, cool. Rechts Epi Vidane. Nur durch einen Zufall hat sie von seiner Menschenzoo-Vergangenheit erfahren. Bei einer Reise nach Sri Lanka hat sie im Heimatdorf ihres Opas einen Mönch getroffen, der durch Überlieferungen wusste, was mit ihrem Opa passiert war. Der hat dann erzählt, ja, ich kenne deinen Opa. Der ist nach Deutschland gegangen, also der ist nach Europa gegangen mit Elefanten und ja, wir kennen die Geschichte von ihm. Und da war ich natürlich total so, was geht ab? Wie kann der das wissen und was ist hier los? Tatsächlich stellte der Mönch ihr noch weitere Familienmitglieder vor. Das war crazy. Und das vor allen Dingen nach ja, fast 80 Jahren, da irgendjemanden zu finden. Dann bin ich eben wirklich erst so hinter diese ganze Menschengeschichte gekommen, die ja mit Hagenbeck stattgefunden hat und diesen ganzen Leuten, die dann da samt Tieren nach Europa geschippert wurden und ausgestellt wurden. So erfuhr sie, ihr Opa wurde als Jugendlicher mit seinem Arbeitselefanten angeworben. Er dachte, in Deutschland viel Geld zu verdienen. Was es bedeuten sollte, in einem Zoo ausgestellt zu werden, wusste er nicht. Ich habe mich halt gefragt, wo im Tierpark kann man heute noch erkennen, dass es das gegeben hat. Und dann habe ich halt geguckt, da gibt es das Elefantengehege und hier ist diese Kulisse. Und die taucht hier bei der Völkerschau Indien wieder auf. Ne? Ja, als ob das dann Indien darstellt. Ne? Der junge Mann aus Sri Lanka kommt in die große Indien-Kulisse. Zoogründer Hagenbeck hatte sie bauen lassen. Ganesha findet Briefe von ihrem Großvater Epi an seine Familie in Sri Lanka, aus denen sie erfährt, wie es ihm später ging. Wie ist das für deinen Opa gewesen? Konntest du da noch irgendwas rausfinden? Er hat halt gesagt, so ja, wenn die eben wollen, dass wir hier so die Wilden spielen, dann machen wir das ein bisschen. Und ne, wenn die wollen, so, also so, wenn wir Hottentotten sein sollen, so, dann machen wir das eben. Wie wir später erfahren werden, erleben hier viele Grausames. Ihr Opa aber ist als Elefantenreiter etwas wert. Mit seinem Tier wird er von Hagenbeck deutschlandweit auf Völkerschautournee geschickt. Wie auch hier in Berlin ein Foto von Epi Vidane. Der Zoo wirbt für seine Indienschau mit seinen Tricks. Zum Beispiel hat ihn sein Elefant im Maul hochheben können. Es wurde halt so ein bestimmtes Bild geprägt von irgendeiner ethnischen Gruppe.
Die leben so, je kontrastreicher die Gruppen waren, umso interessanter war ja dann eben auch die Ausstellung. Ne? Und wenn du dann eben so fünf Gruppen aus Sri Lanka hast, weil sie jetzt gerade gut und günstig waren und das Schiff da gerade voll gemacht werden musste, dann hast du die eben aber auch unterteilt in, ihr seid jetzt irgendwie hier Schlangentänzer und ihr macht jetzt irgendwie das und ihr macht das. Und das sind die ja im normalen Leben nicht gewesen. Ne? So, du stehst ja nicht mit deinem Elefant auch nicht in Sri Lanka jeden Morgen auf und machst da irgendwelche Kunststücke und freust dich. Ne? So, der ist ja zum Arbeiten da und muss da Baumstämme schleppen oder irgendwelche schweren Sachen in der Gegend rumstoßen oder so. Ne? Das war der Mann, der Ganeshas Opa damals anwarb und nach Deutschland verschiffte. John Hagenbeck. Der brachte Menschen nach Europa in den Zoo. Ah, ich habe auch eins von John. Und das ist bei Hagenbeck? Ja, das ist in einem von diesen schon. Hier oben der ausgestellte Epividane und da der Anwerber John Hagenbeck. Dessen Bruder war Zoogründer Karl Hagenbeck aus Hamburg. Mit den Menschenschauen brachte der sein Zoogeschäft aufs nächste Level. Es gab einige, aber Karl Hagenbeck war damals der größte Player in ganz Europa. Er verdiente damit, Menschen als kriegerische Wilde auszustellen oder als primitive Urmenschen. Mit diesen Klischees lockte er Millionen an und konnte den Tierpark zeitweise nur dadurch über Wasser halten. Noch heute gehört der Zoo seinen Nachfahren. Firmenpatriarch ist sein Urenkel Klaus Hagenbeck. Auch auf Anfrage bekommen wir kein Interview. Doch in unserem Fernseharchiv finden wir den Beleg. Er weiß, dass Zoogründer Hagenbeck diese Menschen erst zu Wilden machte. Das war ein Problem, was natürlich die Veranstalter nicht gern sahen, dass die Eingeborenen, in Anführungsstrichen, die sich ja hier präsentierten als wilde Menschen, dass die sich abends Schlips und Kragen umbanden und sich westlich kleideten und nach St. Pauli zum Tanzen gingen. Das war nicht gern gesehen, weil natürlich dann der Nimbus der wilden Fremden etwas aufgelöst wurde. Wie siehst du das, wenn du das jetzt so siehst? Es war ja eine zur Schaustellung von Tatsachen, die ja nicht gestimmt haben. Ne? Es ist so lächerlich, dass es Menschen gab, die anderen Menschen etwas gezeigt haben und die anderen Menschen geglaubt haben, dass es richtig ist und dass dieser Glaube sich über so viele Jahre so lange gehalten hat, dass man sich jetzt immer noch darüber streitet, ob das richtig oder falsch war. Das ist schon, das muss man erst mal schaffen. Also hey, Hagenbeck. Ganeshas Opa sollte später seine Berühmtheit nutzen und im Zirkus arbeiten, selbstbestimmt. Doch wie erging es anderen? Also wir haben nach Belegen gesucht, wie es den Menschen damals ging bei Hagenbeck und sind da auf dieses Buch gestoßen. Da geht es um die Kanak. Das war eine Gruppe, die 1931 bei Hagenbeck war und von denen als die letzten Kannibalen der Südsee verkauft wurden. Diese Werbung von Hagenbeck 1931 war eine Lüge. Denn bei dem Volk aus Neukaledonien, was sich wirklich Kanak nennt, gab es keinen Kannibalismus. Hier quasi das Bild, wie sie angekommen sind, das war in Frankreich. Neukaledonien war eine französische Kolonie. Die Gruppe dachte, sie würde die Pariser Kolonialausstellung besuchen. In feiner Kleidung sind sie angekommen. Und dann, wie sie dann später präsentiert worden sind, hier mit dem Beil oder hier halb nackt oder hier mit so einer Bekleidung. Später wurden sie zu Hagenbeck nach Hamburg weiterverkauft. Wie sie sich dort gefühlt haben, schreiben sie in Briefen an den französischen Kolonialminister. Sie schreiben: Sehr geehrter Herr Minister, wir haben die Ehre, Ihnen die Nachricht von unserer traurigen Situation hier in Hamburg mitzuteilen. Herr Minister, es tut uns leid, aber wir wollen nicht länger hierbleiben. Denn sie schreiben, sie werden hier grob wie Sklaven behandelt und immer und überall beobachtet. Es ist uns verboten, in Hosen und Mantel und auch mit Schuhen aufzutreten. Und sie sind in völliger Verzweiflung. Wir tragen nur ein Stück Stoff und sind barfuß. So tanzen wir 4 oder 5 Mal am Tag, selbst an Regentagen. O Herr, wenn Sie sehen, wie hart wir behandelt werden, wir haben kaum Zeit, uns auszuruhen und unsere Kleider zu waschen. Wir finden tatsächlich einen Nachfahren, der uns mehr erzählen kann. Der Mann ist ein weltbekannter Fußballstar. Wir reisen nach Athen. Ja, ich bin super gespannt. Wir treffen jetzt gleich Christian Carambeu und der erzählt uns, was er noch über seinen Urgroßvater weiß und vor allem, wie seine Sichtweise heute darauf ist. Hey, nice to meet you.
Heute arbeitet Christian Carambeu als Sportdirektor für Olympiakos Piräus. Mit Frankreich wurde er 1998 Weltmeister. Um auf das Schicksal seines Urgroßvaters aufmerksam zu machen, blieb er damals bei der Nationalhymne demonstrativ stumm. For me it was essential, important to remain silent because of this forgotten story. And where my grandfather was exhibited, nobody talked about it. And I remained silent because the question was coming, why? Als Kind hatte er in Neukaledonien eine Kiste mit Fotos gefunden. Yes. And do you recognize your great grandfather on these photos? My grandfather is here. Oh. Yeah, yeah, this is Hamburg. You know, this story was hidden in my family. He did have some pictures in one boxes or many boxes, but he never shared with us. Because for him it was a shameful experience. But happened that when we discovered this box and they shared their story, we keep in our family. But Christian erzählt, Hagenbecks Tierpark in Hamburg war für seinen Urgroßvater Willi und andere Verwandte nur die letzte, aber schlimmste Station. Von ihrer Überfahrt gibt es noch Originalaufnahmen. Sie kamen vom anderen Ende der Welt, Neukaledonien im Südpazifik. Dort waren sie 1931 angeworben worden. An Bord übten sie Tänze, die sie eigentlich bei einem Auftritt in Paris präsentieren wollten. Dass sie als Menschenfresser im Zoo vermarktet werden sollten, wussten sie nicht. Den Vertrag, der alles regelte, hatten sie nie gesehen. Ein Vertreter der Kolonialverwaltung hatte ihn unterzeichnet, als ihr Vormund. In Mantel, Hut und Anzug kamen sie in Europa an und mussten sich gleich halbnackt ausziehen. Zuerst im Pariser Zoo und später, auch das erlaubte der Vertrag, wurden einige von ihnen weiterverkauft nach Hamburg zu Hagenbeck. To behave as a cannibal, meaning that they need to shout, need to make, everybody should be afraid when they come to see them. They can say no. Otherwise, I don't know what will happen. But yes, they were. I need to say that they kind of slaves. So it was hard. Yes. Bei Hagenbeck mussten sie laut der Briefe auch in der Kälte stundenlang wie Wilde tanzen. Einige wurden krank. Willi Carambeu und die anderen mussten Boote bauen, mit denen die Zoobesucher auf einem Teich spazieren fahren konnten. Bei unserem Interview vor einem Jahr forderte Christian Carambeu öffentliche Aufarbeitung von Hagenbeck. What do you wish the zoo in Germany to do? For me, talking about it, share the information, and of course, we don't ask more. I think that it's just about telling the real story, sharing, and in the end, everybody will be forgiven. Als Christian los ist, merken wir, es fehlt was. Hat er seinen Anstecker abgegeben? Oh, nee, fuck. Glück gehabt. Wir können ihn noch abfangen. Okay, Leute, Mikrofon vergessen. Christian wäre gerne hierher zu Hagenbeck gekommen, um einen Vertreter der Familie zu treffen. Privataufnahmen zeigen den Ort, wo sein Uropa Willi Carambeu damals präsentiert wurde. Hier stehen heute die Elefanten und früher war da quasi das Eingeborenendorf. Und die mussten halt ständig von Zoobesuchern beobachtet alltägliches Leben simulieren. Wir haben Christians Bitte um ein Treffen seit dem vergangenen Jahr mehrmals an den Tierpark weitergegeben. Als wir zum Beispiel gefragt haben, ob Sie Christian Carambeu empfangen würden, kam nur zurück, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Anfrage nicht kommentieren. Also kein Interesse. Zu einem Treffen ist es bis heute nicht gekommen. Es gibt auf all unsere Anfragen immer nur das gleiche Statement. Ja, in diesem Statement, worauf die seit über einem Jahr verweisen, heißt es,
Ja, die Menschen arbeiteten als Darsteller mit Verträgen und Gage für Hagenbeck, heute vergleichbar mit Artisten im Zirkus oder im Varieté. Und dann schreiben sie noch, Aufzeichnungen unseres Archivs belegen, dass Karl Hagenbeck die damaligen Darsteller der Völkerschauen als Gäste verstand und behandelte. Da frage ich mich, finden die das ernsthaft passend zu sagen, die seien Gäste oder Artisten gewesen? In unserem Archiv finden wir noch ein Interview von vor 2 Jahren. Da feiert Klaus Hagenbeck, der Nachfahre des Gründers, die Menschenzoos richtig ab. Völkerschauen waren ja eine Kunstform. Es wurden ja nicht Sklaven hier nach Europa geholt, sondern es waren Gaukler, die in ihrem Heimatland gegaukelt haben. Das stimmt in unseren Fällen nicht. Ganeshas Opa und Christians Uropa waren in ihrer Heimat keine Gaukler. Darum ging es auch gar nicht. Guckt euch mal diese Aufnahmen aus verschiedenen Zoos der damaligen Zeit an. Da wurde etwas als authentisch verkauft, was nichts mit der Realität zu tun hatte, sondern mit der rassistischen Inszenierung eines Machtverhältnisses. Hagenbeck und die anderen Organisatoren solcher Schauen lieferten die Bilder dazu. Immer nach demselben Schema. Auf der einen Seite die wilden Eingeborenen, auf der anderen Seite die zivilisatorisch überlegenen Europäer in hunderten Menschen schauen. Tausende, Millionen Menschen haben sich das angeguckt, aber es ist nur extrem wenig überliefert, wie es den Menschen ging, die da ausgestellt wurden. Und unser Archiv ist ja eine richtige Fundgrube. Da haben wir zum Beispiel dieses Interview hier gefunden von einem Mann, der als Kind selbst bei einer Völkerschau ausgestellt war. Insofern, als fremde Menschen einen durchs Haar strichen, nicht, weil das anders war, oder an der Haut rieben, ob es nicht doch gefärbt war. Nicht? Und insofern fand ich es schon schrecklich, für mich. Das, was ich so schlimm daran finde, an Völkerschauen im Zoo, es wurde die Verbindung gebracht zwischen wilden Tieren oder Tieren und Menschen. Und genau das ist das schrecklich Negative daran. Die Verbindung Zoo, Menschen. Wilde Tiere, wilde Menschen. Und das zeigt nochmal, dass es eben keine lustige Gauklergeschichte war. Vonja Michael erlebte es selbst nicht in Hamburg, aber in allen Zoos gab es das Publikum, das die Menschen anschaute und sich in seiner Überlegenheit bestätigt sah. In der Kolonialzeit war dieser Blick eine Rechtfertigung dafür, über andere Völker zu herrschen, sie auszubeuten. Und sich selbst als Gönner der Wilden zu fühlen, wie hier mit Zigaretten als Almosen für die Farmer. Betrifft uns sozusagen dieses Erbe von den Völkerschauen heute noch? Oder ist das sozusagen vorbei und gewesen und das hat nichts mehr mit dem Leben heute zu tun? Nein, vorbei und gewesen ist das, glaube ich, ganz bestimmt nicht. Das hängt immer noch in den Köpfen der Leute. Die jüngere Generation ist dann natürlich wesentlich aufgeklärter und denkt da schon ganz anders drüber. Aber es gibt immer noch diese Boxen, dass man denkt, ein Afrikaner lebt im Busch und ein Chineser hat Schlitzaugen und isst mit Chopsticks und ein Indianer reitet auf einem Pferd und macht ne? Also so diese komischen Ideen, die gibt's und die erlebst du auch immer wieder. Auch sie erlebt das. Klischees über Sri Lanka werden auch an sie herangetragen. Es gibt tausende Beispiele, wo diese rassistischen Stereotype heute noch eine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel in einem Online-Shop haben wir dieses Kostüm hier gefunden. Da werden Schwarze als Primitive nach wie vor gezeigt. Oder es gibt hier ein anderes Beispiel von einer sogenannten Kongo-Bongo-Bahn in Sachsen-Anhalt. Da haben die Kollegen vor ein paar Monaten berichtet, dass es da solche Bilder quasi gibt. Also der schwarze Kannibale aus Pappmaché sozusagen. Genauso wie bei Christian Carambeus Uropa vor 90 Jahren bei Hagenbecks Tierpark. Und da gibt es hier zum Beispiel so einen Ausschnitt, der ganz gut zeigt, wie der Parkbetreiber darüber denkt. Das ist einfach nur frei erfunden und einfach lustig, dass man es anschauen kann und sagt, oh, guck mal. Aber wie kommt das, dass Sie bei Afrika automatisch an Kannibalismus denken? Ja, das ist das, was wir als junge Leute sicher irgendwann in der Schule mal mitgekriegt haben. Aber, in der Schule? Naja, klar. Okay. Ich meine, aber so
nicht im Unterricht, aber so, weiß ich nicht. Also ist schwer zu erklären. Solche rassistischen Bilder, wie die vom schwarzen Kannibalen mit dem Kochtopf, die waren schon immer falsch. Trotzdem werden sie von Generation zu Generation weitergegeben bis heute. Und teilweise merken wir gar nicht, wie krass wir durch die geprägt sind. Klar ist, solche Stereotype wurden auch durch Hagenbecks Menschenschauen gefördert. Für manchen Besucher. Karl Hagenbeck verdiente nicht nur damit, Menschen zur Schau zu stellen, er reichte einige weiter, zu rassistischen Forschungszwecken. Die sogenannten Feuerländer haben besonders darunter gelitten. 1881 wurden 11 von ihnen verschleppt, tausende Kilometer weit weg von ihrer südamerikanischen Heimat nach Hamburg zu Hagenbeck. Nachts spreche ich mit einer Nachfahrin in Chile. Selina Janjan gehört zu den Kaweka, einem Volk von den chilenischen Feuerlandinseln. Was weißt du über die Überfahrt eurer Leute nach Deutschland? Sie wussten nicht, wohin sie gebracht wurden. Sie konnten sich nicht verständigen, konnten die Sprache nicht. Niemand konnte ihre Sprache. An ihnen gab es besonders großes Interesse, denn sie galten als niedrigste Stufe der Zivilisation, als Höhlenmenschen. Und so kam es, dass Selinas Vorfahren als Forschungsobjekte gegen ihren Willen inspiziert, vermessen, seziert wurden. Der Anatomieprofessor Theodor von Bischoff wollte tatsächlich beweisen, dass sie in ihrer Entwicklung dem Affen glichen. Hagenbeck hatte ihm die Truppe Feuerländer vermittelt. Von Bischoff interessierten die Geschlechtsteile der Frauen, doch die wehrten sich. Sie haben sie untersucht, als seien sie nicht Menschen, sondern Tiere. Es war eine wissenschaftliche Untersuchung, zu der sie gezwungen wurden. Wir werden es nie vergessen können, weil es unsere Vorfahren waren, die verstümmelt worden sind. Das kann man einfach nicht vergessen. Für die Feuerländer nahm alles ein trauriges Ende. Wir wissen, von 11 Menschen starben mindestens 6 an Infektionskrankheiten. Um seine rassistische Forschungsthese weiter zu verfolgen, sicherte sich Theodor von Bischoff die Leichen der Frauen. Nun konnte er in aller Ruhe nachholen, was sie ihm lebend verweigert hatten. Er sezierte die Geschlechtsorgane. Selina Janjan fordert, Hagenbeck soll dieses Leid öffentlich anerkennen. Wäre ein Vorfahre von dir so behandelt worden, würdest du das vergessen? Würdest du verlangen, dass man das vergisst? Das, was Selina mir erzählt, ist belegt. Theodor von Bischoff hatte 1882 bei der Akademie für Wissenschaften in München eine Rede dazu gehalten. Den Bericht davon gibt's noch. Wir haben uns tatsächlich die Originalberichte besorgt von den sogenannten Feuerländerinnen. In diesem Bericht wird natürlich erstmal Hagenbeck bzw. der Geschäftsführer von Hagenbeck erwähnt. Mit seiner Zuvorkommenheit und Gefälligkeit, die man nicht genug rühmen könnte, dass er seinen Wunsch unterstützte. Den Arzt interessierten vor allem die Geschlechtsteile der Frauen. Und dann steht hier später, die Klitoris war nicht affenartig groß, wie er das vermutet hat. Doch die Untersuchung läuft nicht reibungslos. Er schreibt hier, davon konnte ich mich bei dem Sträuben der Person nicht unterrichten. Ich will nur noch hinzufügen, dass es selbst bei kleinen 4- und 3-jährigen Mädchen der Truppe unmöglich war, sich von dem Verhalten ihrer Geschlechtsteile zu überzeugen, indem ihr eigenes Sträuben auch noch von dem ihrer Mutter unterstützt wurde. Obwohl sie es quasi nicht wollten, hat er sich nach dem Tod dann noch die Geschlechtsteile schicken lassen. Und das, finde ich, ist halt echt krass. Die Berichte sind ein weiterer Beleg, wie menschenverachtend sie selbst nach ihrem Tod behandelt wurden. Warum Hagenbeck das alles zugelassen hat, ist nicht klar. Vielleicht lag es hieran. Durch die wissenschaftlichen Untersuchungen galt die Völkerschau als Bildungsveranstaltung. Dadurch sparte man sich die Vergnügungssteuer. Auch zu den Feuerländern und den Untersuchungen haben wir den Tierpark Hagenbeck schon früh angefragt.
Warte mal, ich zähle mal kurz durch, wie oft wir den Tierpark schon angefragt haben. Also es ging los am 19.08.2021, also ist schon über ein Jahr her. Und da habe ich hier gefragt, hier, vielen Dank fürs freundliche Telefonat. Ich recherchiere zu den Völkerschauen. Ich gucke noch mal weiter. Hier noch mal, 6. 7. Also insgesamt haben wir die im Laufe der Zeit über 10 Mal angefragt. Und ja, immer entweder kein Kommentar oder Verweis auf ihr Statement. Beim Tierpark Hagenbeck ist auch nach einem Jahr Recherche nichts passiert. Privataufnahmen am ehemaligen Menschenzooplatz zeigen, nichts erinnert an die Geschichte. Auf den Tafeln berichten sie stolz von neuen Elefantenbabys. Zu den Menschen, die hier ausgestellt wurden, nichts. Wir versuchen, Klaus Hagenbeck ein letztes Mal zu sprechen. Vor einem Theater in Hamburg. Hier ist er Stammgast. Und zwar, ich habe nur eine kurze Frage. Ich wollte mal ganz freundlich fragen, warum in Ihrem Tierpark noch nichts an die Völkerschauen erinnert? Also keine Tafeln oder so. Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal? Okay, nur ein müdes Lächeln. Es bleiben nur die Appelle von Menschen, deren Vorfahren zu rassistischen Zwecken ausgestellt wurden. Das verlange ich eigentlich von jedem Menschen, der feststellt, dass irgendjemand auf den Schlips getreten ist, sich dafür zu entschuldigen. Keine Antworten zu den Kanak, die sich wie Sklaven fühlten. We need to go forward, but we need to share this kind of stories and we cannot hide anymore. Keine Reaktion auf die intimen Untersuchungen der Feuerländerin. Keine Reaktion auf die Verstorbenen. Wäre ein Vorfahre von dir so behandelt worden, würdest du das vergessen? Menschenschauen im Zoo, so wie hier bei Hagenbeck, gab es nicht nur in Hamburg, sondern in vielen Städten in Deutschland. Gab es das bei euch in der Stadt auch? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Und ansonsten lasst ein Abo da, empfiehlt uns weiter und hier noch zwei Filmtipps. Einmal von meinem Kollegen Ayman, der hat die erste schwarze Ministerin in Deutschland begleitet. Und hier unten von Mr. Wissen to go über deutsche Kolonien. Schaut es euch mal an. Viel Spaß.